Hallo und willkommen zurück bei Stranded Alien Dawn. Ja, wir haben beim letzten Mal haben wir Hahn losgeschickt, davor haben wir Maki losgeschickt. Als nächstes werden wir Daniel losschicken und dann sind wir wieder die Gruppe wie beim Anfang. Und dann wird es interessant, wenn wir dann losschicken. Wenn wir Nova losschicken, haben wir keine Verteidigung mehr, also keine starke. Wenn wir Emmeline losschicken, haben wir keinen mehr, der kocht. Wenn wir Lara losschicken, haben wir keinen mehr, der anpflanzen und ernten tut. Und wenn wir Kana losschicken, dann haben wir keinen mehr, die irgendwie Technik oder bauen kann oder so. Aber wir werden jetzt mit jedem Mal einen losschicken. Das wird dann nochmal schwierig werden. Das wollte ich eigentlich erst machen, sobald die Verteidigung rundum gebaut ist. Aber das dauert Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende. Silvester, nur zu. Warum sollte man das verbieten? Hat das einen Grund? Ich wüsste zumindest keinen. Regen. Gab's das vorher so nicht? Regen? Ich hatte doch noch nie hier eine Regenmeldung gehabt. Ist das neu? Was fehlt denn an Ressourcen? Boah, 41 von den Dingern. Brauchen halt dringend Metallschrott. Na gut, wir haben Hahn nicht mehr. Daniel kann ich ja auch nicht losschicken, ne? Der hat halt nichts auf physisch. Toll, und Nova ist auf Expedition, die wird sich freuen. Naja, die kann das aus der Luft beobachten. Aber im Grunde gibt es im Moment auch nichts mehr für uns zu tun, ne? Wir müssen eigentlich nur noch warten.
Heutuch. Irgendwie so eine Forschung, die uns total nichts bringt, weil wir haben so viel Tuch. Ich meine, selbst wenn wir jetzt das bessere Windkraft kriegen, kann ich es nicht bauen, weil ich keine Ressourcen habe. Was mache ich denn jetzt die ganze Zeit? Ich kann ja nicht einfach nur hier rumsitzen und warten, bis endlich nochmal an den Teil kommt. Ich meine, wir brauchen Metallschrott, das heißt, wir müssen hier plündern. Ach schön, Nova ist wieder da. Vor allem, je weniger Leute auch da sind, desto weniger kann ich machen. Schicken Nova direkt nochmal los. Wer ist denn noch gut in physisch? Emmeline und Lara. Fährt mein Bot? Muss gerade mal. Hä, hey, was ist denn mit meinem Staubsaugbot los? Wieso fährt der denn los? Aus irgendeinem Grund reinigt er gerade. Obwohl er das heute Morgen schon mal gemacht hat. Na, ich lass ihn mal. Macht euch halt zweimal sauber, ist ja auch egal. Erz, sehr gut. Gucken wir mal die Pläne an. Steht für 12.30 Uhr. Wir haben jetzt 14.55 Uhr. Soll er mal machen. Guck mal hier oben, hey, habe ich hier nie gecheckt, ne? Hier sehe ich auch den Forschungsfortschritt. Okay, Nova ist wieder da. Geht direkt plündern. So lobe ich das. Na, wir brauchen hier Metall. Ich werde die hier alle mal wegmachen. Den ganzen Scrap.
Jetzt habe ich auch die Raketenwerfer mit weggemacht. So, und dann nutzen wir den Scrap erstmal, um hier wieder Metalllegierung zu machen. Ja, ist jetzt doof für die Fallen, aber... Wobei, hier habe ich jetzt zwei Laser-Turrets, ne? Die Maschinenwerfer-Turrets würde ich trotzdem hier noch gerne hinmachen. Und einen Raketenwerfer. Ich muss mir auch Versorgen machen, ne? Aber die haben alle so andere wichtige Arbeit. Egal, wenn alle versorgen, dann wird's schon laufen. Wir machen Liefern noch nicht, wir machen nur Versorgen. Ich meine, was wird versorgt? Die werden versorgt, das Trockenregal wird versorgt, die werden versorgt. Es schwitzen alle. Das Heutuch ist fertig. Gut, wenn alle schwitzen. Oh, dann könnt ihr den Strohhut jetzt anziehen. Und die Sommerhose. Ups. Immer wieder dasselbe.
Jetzt müssen wir Nova natürlich verarzten. Ich wollte sie eigentlich auf Expedition schicken. Und zwar warten wir, bis Daniel fertig ist, dann schicken wir Daniel mal auf Expedition. Aber der kann halt nicht viel tragen. Aber was Daniel machen kann, ist vielleicht die Tachyonenquellen, oder? Wobei, jetzt ist Nova wieder fit. Hier ist das Supercomputer. Hier, da könntest du vielleicht noch ein paar Elektronik-Dinger rausholen. Aus dem Supercomputer. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Wobei wir eigentlich nur Elektronik... Ach Quatsch, Legierungen brauchen. Gibt es jetzt sonst wirklich nichts mehr für uns zu tun? Außer jetzt abzuwarten, bis alle abgeholt werden? Die Verteidigung immer dann wieder zu übernehmen? Wieder aufzubauen? Dann immer mal wieder ein paar Expeditionen schicken? So. Ja, hier, baller dein Intellekt hoch. Okay, es ist dann auf Maximum und es wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Egal, it is wie it is. Sonst sollten wir vielleicht echt dem Spiel noch ein bisschen Zeit geben. Und dann schauen wir später nochmal rein. Ah, CPU-Kerne, sehr schön. Hast du jetzt was gelernt? Achso, er ist auf Stufe 9 aufgestiegen. Ich dachte, er steigt auf Stufe 10 auf. Er ist direkt unterkühlt. Ey, vorher hattet ihr Hitzeschlag, ja? Also stell dich mal nicht so an. Ist der Gefrierschrank etwa raus oder was? Hm, der ist in Betrieb. Was dauert da bei Nova so lange? Mir fehlt hier so ein Button, dass man den permanent verfolgen kann. So eine Person. Favoriten Schlagtraining. Wir machen jetzt einen Tag im Leben von Nova. Beginnt mit Schlafen. Ohne Decke, in Vollmontur. Mit Schuhen im Bett.
Das können nur Amerikaner sein. Mit Schuhen im Bett. Alter, wenn ich das einmal sehe, wenn bei mir einer mit Schuhen ins Bett geht, ey, der wird getötet. Also das ist absolutes No-Go, mit Schuhen ins Bett. Also keine Ahnung, wer sowas macht. Danach muss er erstmal direkt wieder alles in die Wäsche tun. Geht ja gar nicht. Geht auch nicht mit Schuhen auf Couch oder sowas. Ich mag das auch nicht mit Straßenklamotten unter Decke oder so. So, Nova steht auf. Das als erstes voll müde im Dunkeln noch. Na, hält sich auch die ganze Zeit die Seite. Wird natürlich erstmal gefrühstückt. Lecker, lecker. Immer noch müde. Hält die sich da eigentlich? Sie hält sich den Nacken. Na, ultra unglücklich. Geht Nova dann erstmal total unentspannt, setzt sich ein bisschen und trinkt einen Kaffee. Ne, schön nochmal einen Kaffee hinterher gesnackt, bewundert die Dogo-Statue, feuert sie richtig an. Das ist das Leben der Nova. So, und dann wird hier erstmal ein paar Stöckchen gesammelt. Scheiße, ich habe Nova verloren. Dann wird hier Dart gespielt. Ne, steht direkt davor und trifft nicht. Ah. Ja, Nova und Ziel, das ist so eine Sache, ne? So, dann wird hier sich schön versteckt. Es wird immer noch der Nacken halt. Ist ein bisschen verspannt, ne? Hat nicht so geil geschlafen, ne? Als wären erstmal die ganzen Viecher geschlachtet. So, was zählt Schlachten? So, dann wird natürlich auch das schön geschlachtete Fleisch erstmal eingelagert und dann wird wieder geschlachtet. Wie viel Fleisch haben wir? Ah, wir haben auch gar nicht so viel. Wir haben halt sehr viel Getrocknetes tatsächlich. Zu was gehört Schlachten? Wenn Nova das als erstes macht, zu jagen wahrscheinlich, ne? Okay, dann mach ich mal Jagen hoch. So, und dann hat sie keinen Bock mehr auf Schlachten und dann wird geplündert. Schön die Raumschiffe auseinandergenommen. Und da kommt erstmal Müll raus. Was heißt Müll? Am Anfang wäre das mega geil gewesen. So, da wird mit größter Anstrengung die Rüstung in den Rüstungsschrank getragen. Apropos. Ich weiß nicht, warum wir Mäntel haben. Wer stellt denn hier Mäntel her? Hier stellt keiner Mäntel her. Also außer Pelzmantel, aber wo kommen die normalen Mantel her? Weg. Und wieso haben wir so viele Thermohosen? Wir können mal hier alles auf 5 reduzieren.
Die fressen draußen alles weg, ne? Ja, und dann im Tag eines Noahs kommt immer wieder ein Angriff, wo dann hier einfach mal ein paar Insekten abgeschlachtet werden. Was ist mit diesem Bot los? Also, nee. Jetzt reinigt er sogar Räume, die er gar nicht reinigen soll. Der wird jetzt zurückgeschickt. Jetzt ist er wohin gefahren, da kommt er nie wieder raus. Dieser Idiot, Bot. Ich hab dem verboten, dass er dahin fährt. Was macht der? Jetzt muss ich das Ganze da oben umräumen, weil der dahin gefahren ist. Aus irgendeinem Grund. Ein zerstörter Ziegelzaun. Da. Nova Fleet. Okay, der Bot hat es zurückgeschafft. Ich glaube, ich muss einfach alle Pläne nochmal löschen. Guck mal, kann er das reparieren kann in der Zeit? Kann er lockt auf jeden Fall ein paar Gegner an. Okay, Pläne. Löschen. Der Plan wird jetzt gelöscht. So, dann erstellen wir einen neuen Plan. Start festlegen. 12.30 Uhr. Sehr leicht dabei, wie ich meinen Saug- und Putzrott einstelle. Während wir hier angegriffen werden. So, wiederholen, Benutzer definiert. Montags, Mittwochs, Freitags. So, Räume. Wohn, Ess, Flur, Wohnküche, Flur. Mehr nicht.
Hast du das verstanden? Starten. So. Und du reinigst jetzt einmal nochmal den Flur, damit du danach deine Reinigungsprozedur machen kannst. Das sind einfach so viele, das ist so nervig. Ach nö, ach. Wirklich so bauen sollen, wie Carsten soll, dass man immer so ein paar Auswirkungen hat. Aber das jetzt alles nochmal umzubauen, das wäre so viel Arbeit. Das sind nur noch drei, komm. Nova, bring's zu Ende. Das wird sonst nix. Waren echt überall Türme. Aber wenigstens kriegen wir jetzt hier diese Rindelbeeren, oder wie die heißen. Rinderbeeren. Hey Lara, willst du nicht auch mal auf eine Dings gehen? Also hier kann man zumindest immer so CPU-Kerne machen. Was war denn in der Frachtkapsel? Das ist bestimmt so Essen und sowas. Raumschifftrümmer kriegen wir vielleicht. Ein bisschen Metallteile raus. Schicken wir Lara jetzt auch mal auf Petition. Nun gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt auch mal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.